Viele Verkäufer machen den Fehler, dass sie ihren Kunden drei Angebote machen, dass sie drei Pakete anbieten. Aber das ist eigentlich total schlecht, weil woher soll der Kunde wissen, ob jetzt Paket A, B oder C das Richtige für ihn ist? Deine Aufgabe als Verkäufer, und deswegen bist du Verkäufer, ist herauszufinden, was braucht der Kunde ganz genau und ihm gezielt genau dieses Paket dann noch anzubieten. Drei Pakete anzubieten, das macht man beispielsweise bei Low-Price-Angeboten oder gerade dann vielleicht in einem Schnellrestaurant, wenn es darum geht, willst du eine kleine, mittlere oder eine große Cola haben. Ja, da ist die Entscheidung aber auch nicht so schwer, weil ich weiß, was ich bei der Cola zu erwarten habe. Ja, das ist für mich klar, da habe ich Klarheit darüber. Wenn du ein Angebot hast, was erklärungsbedürftig ist, ja, dann kann ich mich nicht so einfach dazwischen entscheiden und dann verwirrt es er. Und wenn ein Kunde verwirrt ist, dann kann er einfach keine Entscheidung treffen. Das heißt, dann muss er eine Nacht drüber schlafen. Und zwar, weil du dafür gesorgt hast.